Liebe Hunschenhausen und liebe Hunschenhausener, wir sind heute wieder im Bürgerbüro mit dabei, die Berliner Woche. Und auf dem Titel heißt es schon, Beratung und Tagestreff bleiben. In der Oberseestraße 98 ist eine Suchtberatung angesiedelt. Und da gab es die Sorge, dass die ausziehen muss. Die war, glaube ich, auch nicht ganz unberechtigt. Da gab es einen BVV-Antrag, in dem Fall von der SPD, den aber die meisten auch gut fanden und auch unterstützt haben. Und so bleibt der Tagestreff also erhalten. Das kann man auf der Titelseite schon mal wunderbar nachlesen. Und ab und zu nehmen wir Bezug auf das Lesebarometer und hier wurden 88% haben abgestimmt dafür, dass sie Bücher in lokalen Buchhandlungen kaufen. Das fand ich einen interessanten Wert. Vielleicht sollte man auch nochmal fragen, wie viele überhaupt noch Bücher lesen. Dann wird es noch einen Tick spannender. Auf der Seite 4 gibt es dann, Martin Schäfer ist der neue Bürgermeister. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, am 20. April war die Wahl in der Bezirksverordnetenversammlung, ein etwas sperriger Begriff für Kommunalparlament. Da sitzen 55 Verordnete und die haben die Kompetenz verliehen bekommen, Bürgermeister und auch Stadträte zu wählen. Martin Schäfer wurde gewählt und auch Katrin Goksch zum Beispiel. Camilla Schuler ist ebenso mit dabei, Kevin Hönnecke und Phyllis Kücke-Uglu. Das sind die 5 Stadträte und Bürgermeister, die für unsere Themen zuständig sind. Da gibt es auch eine richtige Zuordnung, wer für was zuständig ist. Das kann man nachlesen oder auf der Webseite sich anschauen. Auf Seite 5 gibt es etwas, was uns sehr stolz stimmt. Der Martin Petzold, auch der Kai Wegner, der seit dem 27. April regierender Bürgermeister ist, haben sich eingesetzt für den BFC Dynamo. Es war wichtig für uns, dass ein toller Fußballverein, der sich gut entwickelt hat, eine tolle Jugendarbeit macht, dass er auch ein angemessenes Stadionkapazität hat. Und das soll am Sportforum gewährleistet werden. Dafür wurde im Koalitionsvertrag etwas verabredet. Wir waren auch selber vor Ort, ich selber auch. Und wir wollen einfach, dass der BFC Dynamo in Hunschenhausen seine Heimat hat und hier auch gut seine Spiele leisten kann. Ansonsten herzlichen Dank für alle die uns zum Neunjährigen gratuliert haben. Seit 9 Jahren ist unser Bürgerbüro für Sie hier. Wir bleiben auch gerne, sind motiviert und Sie hoffentlich uns gewogen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Danny Freimark.